Moin Moin Leute und willkommen zurück zur DayZ Standalone. Wie ihr schon wunderschön im Hintergrund hören konntet, schießt irgendwie eine M4 hier direkt in meiner Nähe, direkt nachdem ich eingeloggt bin. Das ist natürlich super, super angenehm. Was schmintet der gleich so los? Eigentlich wollte ich erst ein bisschen reden. Wir werden uns jetzt erstmal ein bisschen ruhig verhalten. Vielleicht das eine oder andere erzielen. Warte mal, ist mein Field of View im Arsch, oder? Das kommt mir nur so vor. Ich dachte ehrlich gesagt schon, ich bin schon tot, nachdem ich eingeloggt bin. Weil ich logge ein und ich höre nur so während des Einloggs, also während dann noch DayZ steht und der Scheiß. Peng! Peng! Und dann dachte ich mir schon, ja, hammer nice. Rest in peace. Metal Multiplayer Proof Tools. Ah, man kann jetzt... Metal Wire, kann man jetzt Stacheldrahtzäune basteln oder was? Ich habe keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall, das ist Patch 050. Es gibt ganz, ganz viel neues Zeug. FPS-mäßig hat sich genau gar nichts geändert, weil wenn ich so in die Stadt reingucke, seht ihr schon, merkt ihr, jetzt werdet ihr es bestimmt merken, am Video auch. Mega ruckelig, mega ruckelig. Jetzt drehe ich mich mal hier um. Und es ist mega flüssig, schön. Schöne 60 FPS hast du hier, wenn ich jetzt in die Richtung gucke. Aber auch halt nur, wenn ich zum Meer rausgucke. Dann ist das richtig schön flüssig. Aber wenn ich in die Stadt reingucke... Oh, 20 Frames! Na egal, das ist eigentlich nicht mein Hauptproblem mit DayZ. Mein Hauptproblem mit DayZ ist, und ich möchte es eigentlich gerne nicht jedes halt DayZ-Video, was ich mache, damit belasten, aber... die noch DayZ selbst spielen... wissen es eigentlich, denn DayZ war, war zu Patch 049 definitiv unspielbar. Die Server sind alle paar Minuten einfach abgerauscht. Das war einer meiner größten Punkte. Ich hoffe, dass das mit 050 aufgehört hat, weil wenn die Server permanent abstürzen, kannst du dieses Spiel einfach nicht gescheit spielen. Wenn sie das in den Griff gekriegt haben, ist das eigentlich schon ein extremer großer Pluspunkt. Und Punkt 2 sind die Cheater. Ich glaube nicht, dass die Cheater sich jetzt groß irgendwie weniger geworden sind oder so, weil ich bin mir nicht sicher. Sie haben zwar geschrieben, dass sie die Anti-Cheat-Engine verbessert haben, aber das heißt, keiner weiß, was das heißt, sagen wir es mal so. Von daher, ja, ich hoffe einfach, dass es weniger komische Cheater gibt, die ich einfach sofort ausziehen, die sich sofort wegteleportieren, weil ich habe vor 2 Tagen letztes Mal wieder DayZ gespielt, 049. Und da ist genau das passiert, was eigentlich immer passiert ist. Ich konnte erst 1,5 Stunden oder so fröhlich spielen und danach ist der Server alle 5 Minuten wieder abgestürzt. Und da war ein Gefecht in diesen 1,5 Stunden und das war ein Cheater. Und ansonsten triffst du halt nur Bambis. Bambis und Cheater. Und deswegen habe ich das Spiel einfach nicht mehr gespielt. Ich hoffe, dass ich mir das mit 050 jetzt wieder ändert. Es gibt natürlich jetzt auch die Möglichkeit, einfach auf dem Private Hive zu spielen, wo die Leute sich dann registrieren müssen und so. Das würde wahrscheinlich einen Großteil der Cheater einfach rausnehmen. Es wird bestimmt auch irgendwelche netten Leute spielen, die sich dann trotzdem, weiß nicht, in diesem Forum registrieren, sich freischalten lassen und dann auf dem Private Hive cheaten. Aber das ist dann, denke ich, deutlich schwerer oder auch einfacher nachzuvollziehen, wer da cheatet und die eventuell zu bannen. Andererseits muss ich natürlich auch erstmal dann einen Private Hive finden, der auch immer schön gefüllt ist, wo nette Leute sind, weil es bringt halt nichts, auch auf einem Private Server zu spielen, wo ein Passwort drauf ist oder sonst was, wenn du dann immer nur mit irgendwie 15, 20 Leuten auf dem Server bist. Das ist halt irgendwie sinnlos. Aber vielleicht habt ihr halt auch irgendeinen Tipp für mich, was einen Private Hive Server gibt, wo man halt ein Passwort braucht oder Whitelist irgendwie draufkommt. Vielleicht kennt ihr da sogar ja schon was und dann kann ich mich dort mal anmelden und dort dann spielen. Vielleicht dann natürlich auch mit euch, wäre natürlich am praktischen, wenn wir allgemein vielleicht auch als Community irgendeinen coolen Server finden, irgendeine Community oder so, wo wir uns dann noch mit anschließen können. Wo wir dann halt eventuell auch mit drauf zocken können, wo vielleicht dann auch irgendwelche Events mit denen organisieren können, weil ich muss auch gleich sagen, einen eigenen Server zu bezahlen, jetzt so einen Private-Type-Server, habe ich nicht das Geld zu, definitiv nicht, leider. Sonst würde ich das einfach machen, aber die Server sind momentan halt einfach noch zu teuer. Ansonsten habe ich auf Twitter gelesen vom guten Rocket, dass er einen Mod zur Standalone machen will, sobald die Mod-Tools da sind. Das heißt, zum einen, er wird DayZ nicht komplett verlassen und zum anderen bestätigt das ja auch nochmal, dass Mod-Support definitiv noch angedacht ist und kommen wird. Wow, darfst doch sterben. Es ist nur noch die Frage, wann oder wie dieser Mod-Support irgendwann noch ins Spiel findet. Aber ich finde das sehr gut, weil ich freue mich sehr darüber. Weil
Ich sag's mal ganz ehrlich, ich freue mich sehr über solche Mods wie Origins oder so, so man halt richtig denn basteln kann, weil gerade sowas wird halt gerade in der Mod noch ziemlich lange dauern. Sind wir mal ehrlich. Und wenn er schon davon redet, sind vielleicht die Mod-Tools und Mod-Support gar nicht so weit weg. Wer weiß, vielleicht täusche ich mich da auch, weil kann ja immer wieder extrem noch dauern. Ich gucke jetzt einfach mal gerade so ein bisschen in die Stadt rein, weil ihr habt es ja wahrscheinlich gehört, da waren M4-Schüsse und die waren nicht unbedingt irgendwie am Arsch der Welt. Die waren eher mehr so mitten in der Stadt. Aber ich muss auch sagen, ich habe wenig Lust, alleine mit 16 FPS durch Elektro zu laufen. Wieso steht da ein Zombie drin? Ich dachte, es wäre ein Typ. Aber ne, es ist nur ein Zombie. Und das ist schon eher so ein bisschen Selbstmord. Deswegen können wir vielleicht einfach mal ein bisschen versuchen, das zu umlaufen. Ich dachte schon, der Zombie wäre wieder weg. Und uns vielleicht auch einfach erstmal... Ich finde die Position hier gar nicht so mega scheiße. Ich meine, gut, man sieht mich relativ gut vom Strand aus, aber den Strand habe ich auch perfekt im Blick. Von hinten kann eigentlich kaum einer kommen. Und von vorne auch eher unwahrscheinlich. Ich habe den Sniperberg hier im Gesicht. Die Police, beziehungsweise die Feuerwehr relativ gut in Sicht. Aber es tut sich halt leider nichts. Naja, ist auch nicht so schlimm. Wie gesagt, mittlerweile genau nicht mehr so. Wenn hier halt flöten geht, geht hier flöten. So viel Tolles habe ich auch gar nichts. Irgendwie ist alles so ein bisschen dunkler geworden. Und ich habe auch, ey, habt ihr schon eigentlich das überarbeitete Investarsystem gesehen, so wie es werden soll? Wow, sieht das kacke aus. Das ist eine deutliche Verschlimmbesserung. Ich hoffe, das kommt nicht ins Spiel. Ich hoffe, von mir aus kann es so bleiben. Aber so wie sie das eingebaut haben, das sah echt nur nochmal schlimmer aus. Naja. Ich habe mich jetzt nicht hundertprozentig informiert, was mit 050 alles drin sind. Ich weiß, es gibt einige neue Orte. Und einiges neues Zeug, was man machen kann. Man kann, glaube ich, jetzt auch so Gemüse und so ein Bullshit anbauen. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Das sind vielleicht alles so Sachen, die ich mir irgendwann gerne mal anschauen werde. Da habt ihr sie wieder gehört. M4, ungefähr aus der Richtung. Ganz gleich da. Nein. Eher so Innenstadt. Wenn mir noch so ein bisschen rechts. Dieses Spiel ist nämlich wichtig. Es ist mir ans Herz gewachsen. Es ist ähnlich wie mit WoW. Ich spiele dieses Spiel schon extrem lange. Und ich habe auch schon extrem viel Herzblut einfach investiert. Und deswegen tut es mir eigentlich immer selbst so ein bisschen weh, wenn ich sehe, wie es mit dem Spiel halt mehr oder weniger mit 049 zumindest bergab ging. Wow, okay, das war vielleicht nicht so eine gute Idee. Jetzt kommen jetzt auch 1000 Zombies hin. Ja. Nur bevor jemand fragt, wo habe ich eigentlich meine M4 her, die hat Anni mir das letzte Mal beim Community-Zocken am Sonntag mitgebracht. Allerdings habe ich dafür kein Visier, weshalb ich die AKM momentan ein bisschen bevorzuge. Weil ich darüber halt ein bisschen auf Entfernung spielen kann. Das hat halt gar kein Visier, das Ding. 0,0, nichts. Nur das Ironsight oben. Und nicht mal das richtige Ironsight ist oben drauf. Was nicht ganz so schlimm ist, weil eigentlich ist es sogar fast... Also, wenn du gar kein Visier hast, weniger Rotpunkt noch ACOG, dann ist es so vielleicht sogar besser, weil mit dem Ironsight sieht man eigentlich nur weniger und die Präzision wird meines Wissens nicht, ist dadurch nicht weniger. Ich denke mal, die M4 hat Zombies getötet. Den auch ein paar Zombies gepult hat mitten in der Stadt. Aber das war auch mitten in der Stadt, so ungefähr aus der Richtung kam das. Und hier. Burlipsack, Mütze. Wow, es gibt mittlerweile jetzt einen riesengroßen Schlaghammer. Haha, also damit würde ich gerne jemanden mal eine geben. Warte mal. Ah. Warte mal, ich wechsle auf jeden Fall mal die Waffe. Scheiß auf die scheiß Axt. Wenn wir gleich nochmal die Möglichkeit haben, gebe ich einem Zombie mal einen damit, aber... Ich ungern gerade die AKM droppen und dann da stehen mit einem Hammer in der Hand. Dann müsste M4 dann irgendwie um die Ecke kommen. Ich war gerade extrem auffällig hier durch die Gegend heizen. Wie auch die Zombies mich aussehen. Angeblich war es auch in der Mache, dass man jetzt Zombies umschleichen könnte. Sich das wieder lohnen sollte.
Aber ich habe auch schon gehört, dass das nicht wirklich so der Fall ist. Es gibt auch jetzt neue Rucksäcke und so, habe ich gesehen. Ziemlich viel cooler, netter Scheiß. Was für mich jetzt nicht ganz so wichtig ist, weil, wie gesagt, es gibt eigentlich nur zwei Punkte, die mir auf den Sack gehen, weil ich das Spiel letzter Zeit so wenig gespielt habe. Serverabstürze und permanente Cheater. Wenn sie das in den Griff kriegen, ist mir das eigentlich alles egal. Das ganze neue Zeug ist immer nice to have, aber. Warte mal. Wow, ich habe ihn noch gesehen. Warte mal. Fuck! Ich habe da irgendwas oben gesehen. Ich bin voll auf ihn zugelaufen. Er hockte da oben in den Büschen. Naja, egal. Das war auf jeden Fall ein dicker, dicker One-Shot von ihm. Ich weiß nicht, ob das der M4-Schütze war oder nicht. Egal. La la la, da sind die Waffen dahin, ey. Man hat auch wieder keinen Schuss. Also der hatte wieder Bug-Animationen und ich habe von dem nicht einen Schuss gehört. Es hat einfach nur der Einschlag gekommen ist. Egal, schade drum. Er hätte natürlich auch Glück gehabt, dass ich genau auf ihn zugelaufen bin, ey. Ich hätte nicht stehen bleiben dürfen, aber ich war mir nicht sicher, was das da überhaupt ist hinter dem Scheißbusch. Oder hinter dem Baum war es, oder? Oh wow, diese tolle neue Rennanimation ist ja drin. Naja. Hab ich ehrlich gesagt noch nie gesehen. Wow, Ruckel. Ich muss sagen, die wackelt jetzt ganz schön mit dem Arsch, oder? Es ist vielleicht. Natürlich, es stimmt bestimmt. Klar, wenn man rennt, sieht das, denke ich, auch so aus, aber. Wow, ist das ungewohnt. Egal. Man startet natürlich immer noch mit seiner tollen Taschenlampe. Ich glaube, das wird sich wohl auch nie ändern. Ich kenne auch die guten Daisy-Mod-Zeiten, wo man noch mit einer Makarov gestartet ist, ey. Das waren noch Zeiten, also weißt du, da bist du komplett gestartet, gleich erstmal mit einer Pistole, da warst du von Anfang an armed and dangerous. Sowas siehst du heutzutage nicht mehr. Eigentlich wollte er auch immer noch die Möglichkeit mal einbauen, dass man sich selbst töten. Warte mal. Ah, vorher, dieser Sumpf? War der da eigentlich schon immer? Hinterm Leuchtturm? War da eigentlich ganz normaler Strand oder bin ich bescheuert? Keine Ahnung, kann sein, kann nicht sein. Ich hoffe, sie haben das mit dem Slowly Warming Up hier gedönst und so gefixt. Aber ich habe auch schon gehört, dass man relativ schnell ohnmächtig werden soll, wenn man halt zu viel läuft oder so, man halt overheatet. Ich finde das System von es ist momentan auch echt noch extrem undurchsichtig. Wow, ist das ungewohnt, wie die jetzt läuft. Ich finde, sie schlenkert noch ganz schön viel mit den Armen rum. So. Irgendwie sehen die Arme auch so mega lang aus, so von hinten jetzt. Und die Füße hebt sie so komisch an. Ansonsten so diese Rechts-Links-Animation, dass sie jetzt auch so mit dem Arsch so ein bisschen wackelt, die ist, denke ich, ganz realistisch und die ist eigentlich auch relativ nice. Nur ich finde, sie hebt die Beine irgendwie so ein bisschen komisch an. Aber okay. Müsste irgendwie so ein bisschen mehr Druck sein, so, die müsste die Beine so ein bisschen höher heben und so ein bisschen stärker auftreten und nicht so, so ein bisschen, wenn sie die Beine nicht so richtig komplett hochkriegen würde. Ja. Weiß nicht, ob ich jetzt vielleicht einfach mal zu meiner Leiche rennen soll nochmal, aber so weit ist das nicht. Mehr so auf meiner Tour gar nicht so eine dumme Idee. Was ich mich gerade frage, ob das jetzt vielleicht der M4-Schütze war oder ob das jemand komplett anderes war. Eigentlich war es nämlich. Ich schätze, es war nicht der M4-Schütze, weil der M4-Schütze war viel. Es klang viel weiter Innenstadt als irgendwie oben in den Bergen. Und ich glaube, der hockte da schon ein bisschen länger. Weil primär, es war halt für ihn mega luck. Ich bin halt wie so eine Wurst einfach auf ihn zugelaufen. Ja, kann ja riechen, dass da einen oben jemand in den Bäumen sitzt. Hier das vielleicht von der Entfernung mal abscouten können, aber. Wow. Gardenleim. Kann ich jetzt hier schon farmen? Take into hands. Wow, das ist ein Riesen. Wow, das ist ja. Wow, das ist auch wieder. Okay, ich sag nichts. Kann ich das jetzt benutzen? Nee, kann ich nicht benutzen. Was ist das? Lockpick. Ach so, ja, stimmt. Man kann jetzt Türen schließen.
Brauche ich eigentlich so ein... Ich habe letztes Mal nämlich so ein scheiß Gartenhaus gesehen, wo die gefarmt haben. Aber ich habe nie geguckt, ob man das wirklich nur damit machen kann oder so. Was soll ich denn so mit dem Scheiß? Werf's hier hin. Komische Gartenscheiß. Warte mal, ich will mal eine Tür abschließen. Wie geht das? Los. Brauche ich dazu jetzt dieses Lockpick? Ja, Lockdoor. Sie ist gelockt. Unlock? Kann ich das auch machen? Ja, oder? Hast du, wenn ich jetzt nichts habe? Open? Dann geht's nicht. Geht dagegen schlagen? Open. Geht nicht. Ich will die Tür aufschlagen, Mann. Oh, man kann sie aufschlagen. Mit irgendwie 3 Schlägen. Ja, wow, dann bringt das auch nicht viel, oder? Halt, die sind schon da. Wieso sehen sie so ein Stück auf? Was sind das überhaupt? Was war... Das sind Holzspäne. Okay. Ich hab echt starke Hände. Aber warum ist denn jetzt so ein Spalt aufgegangen, aber warum nicht komplett? Na egal. Wow. Ist ja riesig. Ja, obwohl 28 Plätze, aber er sieht auf dem. Oh, wow. Das sind wieder diese hammernetten, total geilen Tarnfarben. Das sind auch wieder so Leuchtturmrucksäcke, ne? Muss eigentlich auch schon wieder voll wegwerfen. Ich weiß, ich glaube, die gibt es nämlich auch nur in so dämlichen Leuchtfarben. Aber so vom Aussehen her gefällt der mir echt ganz gut. Sieht ein bisschen mal was nach was anderem aus. Und ist halt, glaube ich, halt ein Rucksack, wo halt nichts nass wird, wenn es regnet. Wobei ich auch nicht weiß, ob da irgendwie was nass wird, wenn man jetzt so einen Dingsrucksack annimmt. Wow, geil, kostbar. Dann nimm mit. Nimm mit. Hallo. Oh nö, sag mir jetzt nicht, das Server ist abgestürzt. Wir haben ungerade Uhr... Hä? Der Server ist nicht abgestürzt, aber warum will sie dann den scheiß Crossbow nicht mitnehmen? Take. Was ist ihr Problem? Ich verstehe es nicht. Liegt es am Rucksack? Nein. Wow, Rucksack, rest in peace. Bestimmt liegst du unten. Keine Ahnung, warum sie den Crossbow nicht aufheben will. Ist jetzt auch nicht so wichtig. Okay, aber... Ah, okay, nicht unten, er liegt auf der Treppe. Okay, wir heizen einfach mal zur Leiche. Mal gucken, ob er alles über... Er kann ja... Wenn er alleine ist, kann er von der Theorie gar nicht alles mitnehmen. Eine Waffe müsste er sogar drin liegen lassen. Rein von der Theorie her, ne? Jetzt schade. Eine gute 60 FPS Aufnahme und das Spiel schafft gerade mal die 30 ungefähr. Na gut, nicht, also wenn ich, guck, wenn ich jetzt aufs Meer hinaus gucke, schöne flüssige 60. Oder auf dem Boden. Das ist sogar dicke 100. Ja, okay, also so 40. So leider nur noch 25. Häuser ziehen einfach viel zu viel Frames, Alter. Kannst du keinem erzählen. Was steht eigentlich drauf? Marin? Ne, Marlin. Marlin-Rucksack. Red Drive. Das sind Mist-Dinge. Achso, die dann auf dem Rücken aufliegen, damit nicht der komplette Rucksack so komplett gegen dich drückt, oder was? A bag which seals in a watertight manner. Dry bags are often used in kayaking. Ah, Kajak. Also es ist so ein richtiger... Okay, okay, okay. Outdoor activities, bla bla bla. Otherwise get wet as well. Extreme sports just as seeing. Waterproof, bla 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 bla. Also es sind echt nur halt gegen Wasser. Kann ich damit auch schwimmen gehen? Dafür sollten sie ja gebaut sein. Welcher Zustand ist der eigentlich? Pristine. Naja, wirklich pristine ist das nicht. Schon so ein bisschen abgeranzt, so der Schriftzug. Ist eher mehr worn, würde ich sagen. Oh ne. Leider sind die Schlaufen nicht ganz korrekt um den Charakter gelegt. Das liegt wahrscheinlich, aber das ist wahrscheinlich extra so, wenn man dann noch irgendwie eine dickere Jacke oder eine Weste anzieht, dass das dann nicht so komplett durchglitscht jedes Mal. Man muss halt Prioritäten setzen.
Aber 28 Slots ist gar nicht so kacke. Das ist halt irgendwie so eng. Kann halt irgendwie nichts Breites mit sich schleppen. Ah, ich meine, was nimmt was, was ist wirklich richtig breit und was nimmt man mit? Ich glaube, eine abgesägte Shotgun verbraucht auch nur 4 Slots, oder? Nach rechts 4 Slots? Bin mir nicht sicher. Ansonsten finde ich es hier echt eine ganz nette Ergänzung zu den ganz normalen Rucksäcken, die es schon gibt. Sind auf jeden Fall besser, obwohl, ne. Weiß nicht, ob sie besser sind als die kleinen Rucksäcke. Dadurch stecht das Ding halt wieder relativ, also der rote mit Sicherheit nicht. Das ist halt übelst das Leuchtturmgerät. Aber weiß nicht, wenn es so einen grünen gibt, oder ein schwarzer wäre eigentlich hammer nice. Wenn es einen schwarzen geben würde, wäre das super geil. Dann wäre der vielleicht sogar von der Camouflage-Sicht so aus gar nicht so scheiße, denke ich. Captain Bum is losing connection. Ist er voll, ist der Server? Okay, der ist doppelt voll. War auch die ganze Zeit schon. Wobei ist das schon fast irgendwie. Die Hälfte ist schon wieder runter und die andere Hälfte drauf connected innerhalb von 20 Minuten. Das ist so eine Fluktuation dann teilweise auf den Servern. Ich finde das schon ein bisschen heftig. Wenn innerhalb von 20 Minuten eine komplette Server sich einmal füllt und wieder quittet. Was machen die denn in den 20 Minuten? Ich meine, du gehst ja nicht auf einen vollen Server, um Server zu hoppen, um irgendwas abzufarmen, oder? Na gut, vielleicht stürzt das bei ihnen ab oder disconnected, ich weiß es nicht. Oh ne. Wir sind gleich in Electro City. Ich weiß nicht, ob ich mitten durch die Stadt rennen soll. Aber ich meine, ich habe nichts zu verlieren, außer meinem geilen Marlin-Rucksack. Ah, die schwarzen Dinger sind da, wo die Schlaufen rankommen. Das erklärt einiges. Nein, der andere hat auch schon gefragt, was denn mit den ganzen Leuten ist, die sonst vorher mal mit mir natürlich DayZ gezockt haben. Größtenteils haben die einfach keinen Bock mehr auf DayZ. Unter anderem natürlich wegen den ganzen Problemen in 049, die hoffentlich jetzt wieder einigermaßen in den Griff bekommen sind. Hoffen wir mal, dass ich die vielleicht auch wieder dazu bekommen kann, einfach mit mir DayZ zu spielen. Allerdings sehe ich dafür zumindest, was Lukas, Nox, Alex und diese Konsorten angeht, relativ schwarz. Weil das WoW-Addon steht jetzt kurz vor der Tür. Was auch wahrscheinlich ein Grund sein wird, weshalb ich ein bisschen inaktiver sein würde. Weil das wird, glaube ich, nächste am 13.11., oder? Oder am 11., 13. oder am 12. Keine Ahnung, Mann. Irgendwie die Ecke. Auf jeden Fall jetzt ungefähr in einer Woche Donnerstag. Und dann werde ich dann mindestens wahrscheinlich eine Woche... Oh, guck mal, wer ist er denn? Oh, ist der Server abgestürzt oder läuft man auf deiner Stelle? Nö. Warte mal, laggt der oder ist der schon tot? Keine Ahnung, was mit dem los ist. Ja, aber die werden jetzt wahrscheinlich extrem in WoW... Laune und Sucht verschwinden, deswegen die nochmal den DayZ spielen zu bringen in der Zeit wird wahrscheinlich schwer. Ja, ob Martin vielleicht nochmal Lust hat, wird sich zeigen. Aber ansonsten sind wir halt auf uns alleine gestellt. Mehr oder weniger. Ich laufe jetzt einfach mal da hoch. Ja, bis jetzt! Kein Hacker und kein Serverabsturz. Ich sag schon mal, das ist schon mal positiv. Ich denke, ich werde 050 jetzt in der nächsten Zeit einfach mal wieder ein bisschen vermehrt spielen. Werde mir eventuell einen Privatized-Server suchen. Und wenn damit halt, wie gesagt, diese Hauptprobleme in den Griff bekommen sind, dann lässt sich das Spiel sogar wieder spielen. Da habe ich sogar da richtig Lust zu. Ich möchte mich gerne mal informieren, wie man jetzt der geile Farmer Bob werden kann. Ob das überhaupt schon funktioniert. Und dann baue ich mir einen dicken, dicken Garten an. Was ist denn mit ihm los, ey? Siehst du mich nicht, oder was? Hallo? What? Wow! Bahnschrankenreaktion vom Feinsten. Und der war gerade oben zwischen den Bäumen. Keine Ahnung, ob er da immer noch ist. Und einfach mal so, wenn er da ist, laufen wir einfach vorbei.
Meine Leiche noch da? Ich meine, oh, ich glaube mittlerweile ist das schon ein bisschen zu lange her. Oder? Hätte ich mich eventuell ein bisschen mehr beeilen müssen. Aber ist mir ehrlich gesagt auch voll Wumpe. Ich sehe meine Leiche nur leider nicht. Warte, ja, das war genau hier. Dann habe ich da hochgeguckt, oder? Eigentlich theoretisch müsste meine Leiche hier unten auf dem Hang liegen. Wenn sie noch geben würde. Weil der Typ hat wahrscheinlich auch einfach geheidet dann. Ich habe gehört, das sollen, wollten sie auch rausnehmen. Bin ich auch sehr froh drüber, weil wenn es vom Realismusstandpunkt sieht, ergibt es halt auch überhaupt keinen Sinn. Okay, die Leiche ist ja komplett weg. Also ich bin mega blind, aber. Nö. Aber der Typ ist auch weg. Und mit ihm, glaube ich, auch die M4, die hier rumgeschossen hat. Zumindest habe ich sie nicht mehr gehört, seitdem wir hier durchgerannt sind. Meine Fresse, macht doch nicht so einen Krach. Oh Mann, jetzt hatte ich in der Leiche auch den schönen Hammer. Sonst hätte ich gesagt, ich hole mir den Hammer. Ich möchte den Hammer gerne ausprobieren. Und der müsst ihr eigentlich auch ordentlich scheppern. Weil wenn man so einen großen Hammer... Oh, halt, hier, nee, hier liegt doch alles. Was heißt alles? Ja, der hat gut aussortiert, sagen wir es mal so. Liegt hier noch was? Ja, das kommt gut hin. Ja doch, das war, denke ich, der Ort. Der hat mich mit einer SKS erschossen. Die ich nicht gehört habe. Weil zumindest habe ich relativ wenig gehört. Ja, gut. Es war auf jeden Fall nicht der M4-Typ, weil ich wusste auch, dass der das eigentlich sein kann. Den hätte ich, das hätte ich gemerkt. Den hätte ich dann, den wollte ich ja nicht umlaufen. Gut, dass halt noch ein SKS-Typ dann da oben sitzt. Dumm gelaufen, aber passiert. Aber ja Gott, ich bin eigentlich jetzt gar nicht so mega Mongo-Wurst-equipped jetzt. Haben wir eine SKS. Leider noch keine Munition. Aber ansonsten sieht das gar nicht so schlecht aus. Brauche ich jetzt vielleicht noch ein bisschen was zu essen und ich merke gerade, ich habe mein T-Shirt nicht in Fetzen gerissen, weil ich habe gar keine Rags. Das ist natürlich so ein bisschen suboptimal, aber ich denke mal, Rags lassen sich, denke ich, auch relativ schnell auftreiben. Ich muss alles verwertet haben von mir, ey. Abgesehen halt von... Ja doch, der muss alles eingesteckt haben. Und ich habe nur noch sein Zeug bekommen. Aber hier, das können wir zum Beispiel in Rags reißen. Da ist die Sache schon gegessen. Ich nehme noch ein paar Gadget-Gummistiefel an. Aber meine Leiche war schon weg, ey. Hat er bestimmt geheilt. Hat nur vergessen irgendwie... Beziehungsweise er konnte... Oh, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat er es nicht gebacken gekriegt, seine Waffe da noch mit reinzustecken, dass die weg ist. Oh, der Red Hoodie, der ist eigentlich ein bisschen angenehmer als das dumme Ding hier. Na los, wechsel. Ah, nicht doppelt, einmal reicht. Ja. Wechselst du jetzt? Nein. Jetzt? Jetzt? Nein. Ja, jetzt? Nein. Nehmen einfach mit. Ah! Zu, zu, zu. Okay. Boah, geil, Cowboy-Hut. Mann, was ist denn da los? Nimm ihn mit. Ja, geht doch. Und jetzt, oder? Hinlegen, anziehen. Oh. Oh. Warum ziehst du es nicht aus? Server, bitte! Ah, fuck! Steck ein, steck ein, steck ein, steck ein! Steck ihn doch wenigstens ein! Meine Fresse, warum ist das? Hä? Irgendwas ist hier mega komisch. Jetzt habe ich zwei davon. Gehst du jetzt hier ein? Zack. Türen-Sounds sind neu. Zack. Okay, das ist einfach verschwunden. Aus, das kann ich nicht mehr ausziehen. Das ist ja hammergeil. Und jetzt ist... Nein, da ist er. Aber vorhin ging es doch. Aber egal, ich stecke ihn jetzt einfach ein. Ich mache jetzt... Wenn der Zombie jetzt nicht kommt... Warte mal, die grünen Schuhe sind ja nett. Ne, er kommt nicht rein, er steckt einfach in der Tür fest. Gut. Ich wollte nämlich sagen, ich mache dann jetzt mal Schluss für heute. Ansonsten hatte ich auf jeden Fall hier wieder relativ viel Spaß.
Wir sehen uns dann wieder, hoffentlich in den nächsten Folgen, in den nächsten Tagen, in Patch 050. Wie gesagt, schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr einen coolen Privatized-Server gefunden habt, wo ich mich dann eventuell anschließen könnte. Und irgendwas wollte ich noch sagen. Ja, gebt mir einfach allgemein ein bisschen Feedback über Patch 050, wie euch das so gefallen hat. Wow, ruckelt das gerade, was ist denn da los? Naja, bis dann und vielen Dank fürs Zuschauen, Leute.